Und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Wie wir dem Ende immer näher kommen. Achso, auf den Belagerungsturm klettern. Nochmal. Na, aber diesmal klettern wir anscheinend durch. Oder auch nicht, oder auch doch. Oh ja. Ich bin gekommen, um das Ende zu bringen. Und wieder runterzufallen. Ernsthaft? Was zur Hölle war das denn gerade? WTF? Ernsthaft? Du hast sie von so einem... Da fehlen mir echt jetzt die Worte. Das... WTF. Mehr fällt mir dazu echt nicht ein. Ignoriere ich die eben. Genau, fall nochmal runter. Weil er dich angerempelt hat. Thoras. Cesare. Mauern umgeben euch. Es gibt keinen drinnen. Dann komm, Ezio. Ich sterbe nicht. Fortuna wird mich nicht verlassen. Ich werde dich schlagen. Aller Zeiten. Du Mistkerl. Hä? Wo kommen denn die Rest jetzt her? Nimm dies! Bam! Hä? Was ist denn da jetzt kaputt? Egal, was ihr auch tut, ich werde siegen! Nein, das wirst du nicht. Ich kenne keine Niederlagen. Ein Auditore bezwingt mich nicht! Roma, Italia, es... Ja, los! Es... Komm schon. Wieso krieg ich jetzt wieder keinen Konter hin, ey? Los, jetzt stirb! Los! Los! Fuck. Das war wieder nix. Ach so, er verhindert es. Der Wichser. Wie ich hier so rumschleife. Oh. Bam! Endlich hat er sein. Der Thron gehörte mir. Etwas zu wollen, gibt euch lange nicht das Recht. Was wisst ihr schon? Dass ein wahrer Herrscher das Volk stärkt, das er beherrscht. Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. Che nessuno ricordi il tuo nome. Requiescat in pace. Ihr tötet mich nicht. Kein Mensch kann mich töten! Dann lasse ich das Schicksal entscheiden. Bitte was? Ein Schicksal. Oh, ne, kein Mensch. Er ist runtergefallen und dadurch ist er durch keinen Mensch gestorben. Der Thron gehörte mir! Was wisst ihr schon? Ich führe die Menschheit in eine neue Welt.
Aber in dieser Welt will niemand leben. Ihr tötet mich nicht! Kein Mensch kann mich töten! Somit endet es. Hauptsache, ne? Am Ende schaltet man noch vor dieser Klasse Aufträge frei. Wie beschissen ist denn das? Wir haben es. Das Kolosseum. Gehen wir. Es ist nicht allzu weit. Warte, da war was mit dieser Tür. Ich habe keinen Griff gesehen. Lasst mich das checken. Super. Dann brauchen wir also eine Art futuristischen Schlüssel. Das ist ein verbal ausgelöster Mechanismus. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also brauchen wir ein Passwort? Summe mal Beethovens Fünfte. Scheiß italienisches Stromnetz. Ezios Erinnerungen können wir schon mal nicht durchsuchen. Meine Fresse, Stimme. Ezio kennt die Antwort. Nur leider ist er tot. Unfassbar, dass wir hier festsitzen. Ich schätze jetzt einfach mal, dass es nach oben geht. Gucken wir einfach mal, was hier oben jetzt passiert. Hey, vielleicht hat das hiermit zu tun. Dasselbe Symbol wie auf der Tür zum Gewölbe. 1419, 1420 und 21. Und wenn es keine Daten sind? 1419, 1420. Oh mein Gott! Was? Gott! Sprich dich aus! Ja, hallo, tu ich doch. Das Tetragramm. Die 72 Namen Gottes. Seht ihr? Sie werden in drei Versen überliefert. Exodus 19 bis 21. Und, das wird euch gefallen, werden die vier hebräischen Zeichen von Gottes Namen in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet, ergeben ihre Zahlenwerte die Zahl der Namen. 72. Bist du dir da auch absolut sicher? Was meinst du, warum ich es laut sage, Rebecca? Hä? Aber das Beste kommt ja noch. Der Bau des Kolosseums begann im Jahr 72. Wir haben unser Passwort. Sean, hol den Van. Und weiter geht's. Wieso gehen die jetzt wieder runter? Der Van ist verdammt groß. Okay, mit Bauarbeiten. Déjà-vu. Schon klar. Gehen wir. Hey, 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 und was ist mit uns? Ihr könntet da unten einen Historiker brauchen. Das stimmt. Der Tunnel sollte unter das Kapitol führen. Wir suchen einen anderen Eingang. Vorsichtig, Desmond. Ich fahre. Ha, ja, netter Versuch. Ich kenne dein Auto. Fällt einfach runter. Alter, das hat sich aber auch verändert. Heftig. Wie ist das... Wie kann sich das überhaupt so verändern?
Lucy, ich bin daran wurde ja nichts mehr gebaut oder so. Okay, gut. Wenn du da unten Gladiatoren siehst, nimm die beide in die Hand. Ich werd's mir merken. Und hier lang. Gut. Wo jetzt lang? Hier runter? Wo jetzt lang? Okay. Ja, und nun? Nun laufe ich hier unten lang. Irgendwie muss ich da hochkommen. Schwierig. Wow, ich werde wirklich den Apfel anfassen. Es war ein langer Weg. Ich frage mich, ob er etwas ändert. Ob er die Lage zu unseren Gunsten verbessern kann. Das wird er sicher. Das muss er. Und was ist, wenn er es nicht tut? Weil es, wenn er alles nur verschlechtert. Eine Karte der Tempel, hoffe ich. Der Apfel wird sie uns einfach geben, oder wie? Ja? Wo ist das Elvis da drüben? Vielleicht haben wir ja mal Glück. Unwahrscheinlich, dass wir mal Glück haben. Ist echt schwierig, ohne Karte hier durchzukommen. Für eine Anlage. Ich hoffe, ich laufe jetzt noch richtig. Labyrinth? Im Hypogeum waren die Käfige der Gladiatoren und Apparate, die sie nach oben brachten. Die ganze Anlage, in der du gerade bist, befand sich unterhalb der Arena. Gut zu wissen. Ah, und da ist dann eingestürzt, okay. Gut zu wissen. Und weiter geht's. Irgendwie ist das komisch. Heute ist der 7. Oktober. Und? Wie viele Tage noch bis zum Start des Tesla-Satelliten? Ich glaube, ich kenne die Antwort. 72. Warum ist heute so wichtig? Wir holen doch nur den Apfel und gehen wieder. Der Türcode. Jemand will ganz sicher gehen, dass wir es kapieren. Ja, schätze auch. Aber ob wir es verstehen, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.